Hallo allerseits, ich bin heute auf der Inhorgenta, der Uhren- und Schmuckfachmesse in München. Und ich bin hier bei Peter Weyräther bei Garmin und er erklärt mir jetzt ein bisschen was über die Neuheiten. Sie haben ja heuer Anfang des Jahres eine neue Uhrenserie vorgestellt. Genau, mit der Phoenix 7 Serie haben wir im Januar, Mitte Januar, ja eine neue Multisport-Smartwatch-Linie vorgestellt. Wie die Zahl schon sagt, Phoenix 7 gab schon ein paar Vorgänger und ich würde jetzt einfach kurz auf die Neuheiten, Veränderungen zu den Vorgängermodellen eingehen. Also wir haben nach wie vor haben wir drei verschiedene Größen für unterschiedlich große Handgelenke. Was die Produkte alle auszeichnet, ist ein robustes Saphirglas und erstmals haben wir das Ganze mit einer Solarladelinse kombiniert, um die Akkulaufzeit nochmal zu verlängern. Zusätzlich haben wir bei den ganzen Modellen, die wir hier sehen, Titanelemente mitverbaut und das ist auch nochmal mehr geworden im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Neben einer Titan-Lünette und einer Titan-Rückseite haben wir auch den Steg aus Titan und somit nochmal ja, eine hochwertigere Anmutung als bei den Vorgängermodellen. Wir haben auch einen neuen Herzfrequenzsensor mit integriert. Darüber können wir die Herzfrequenz natürlich messen, aber auch die Sauerstoffsättigung und nutzen die Daten auch für viele andere Werte, wie zum Beispiel einen Stresslevel oder eine Body Battery bei der täglichen Aufzeichnung, aber auch für eine detaillierte Schlafanalyse. Ja, wir haben hier Multisportuhren, das heißt also, wir können die natürlich auch zum Sport nutzen. GPS ist mit integriert, wir haben Karten mit dabei zum Navigieren, diesmal sogar auch weltweit. Man kann sich zusätzlich Karten herunterladen. Das sind so einige Neuheiten, die wir bei den Produkten mit dabei haben. Wie viel Bordspeicher haben wir dann für die Karten, fürs Material? Insgesamt haben wir 32 GB interner Speicher und da können wir schon eine ganze Menge an Karten mit installieren. Eine Sache, die nochmal ganz wichtig zu erwähnen ist, wir haben neben der bewährten Tastenbedienung jetzt auch bei allen Modellen Touchscreen mit dabei. Grad das heißt, seit Januar jetzt alle Uhren mit Touch? Genau. Alle neuen? Die ganze Phoenix-Serie, Phoenix 7-Serie ist jetzt mit Touchscreen und das erleichtert vor allem auch in der Alltagsnutzung die Bedienung enorm. Wir können es uns gerne mal anschauen bei einem Modell, wenn man hier entsprechend durchscrollt, ist man natürlich viel, viel schneller bei den unterschiedlichen Widgets, kann die entsprechend auch aufrufen, sieht nochmal Detailinformationen, in dem Fall sind es Barometer- und Höhenmeterveränderungen und ja, das Ganze kombiniert mit einem Touchscreen. Man kann über einen Doppelklick den Touchscreen auch deaktivieren, wenn man es gerade nicht haben möchte, oder auch wieder aktivieren. Und so ist man maximal flexibel. Gut, das war jetzt die Phoenix 7? Genau, Phoenix 7, wie gesagt, in drei Modellen, je nach Handgelenksgröße. Und bei der mittleren Größe haben wir auch nochmal eine Variante hier auf der anderen Seite. Haben wir auch im Januar vorgestellt, die Epix. Vom Funktionsumfang bietet sie wirklich das Gleiche. Also maximalen Multisport-Funktionsumfang. Wir haben auch den Touchscreen mit integriert. Aber was dieses Produkt auszeichnet, ist ein AMOLED-Display. AMOLED-Display bietet einfach nochmal eine höhere Brillanz und ja eine doch bessere Ablesbarkeit, auch Darstellungsmöglichkeiten, die wir bei dem MIP-Display nicht so haben. Und das zeichnet dieses Produkt aus. Die erste Frage wird wahrscheinlich sein, wie wird sich das auf die Akkulaufzeit auswirken? Genau. Es wirkt sich darauf aus, das ist natürlich so, aber wir haben im Smartwatch-Modus dennoch 16 Tage Akkulaufzeit, was natürlich eine ganze Menge ist. Bei den Phoenix 7 Modellen haben wir ein Solardisplay noch mit drin, das haben wir hier nicht in Kombination mit dem AMOLED, aber trotzdem Saphirglas, auch die Titanelemente dementsprechend hochwertig verbaut und wie gesagt 16 Tage ist auch top. Sie haben mir aber vorhin schon verraten, Sie haben einen kleinen Trick auch noch bei der Uhr beim AMOLED-Display, dass Sie trotzdem noch ein bisschen sparen können, dass das Display nicht immer leuchtet. Das ist richtig, es gibt verschiedene Einstellmöglichkeiten, über einen Bewegungssensor kann man das so einstellen, dass es wirklich nur mit der Handgelenksbewegung dann angeht das Display, merkt man eigentlich bei der Nutzung gar nicht. Und sobald man den Arm wieder wegdreht, schaltet sich das Display aus. Also so kann man dann auch nochmal ein bisschen Energie sparen. Genau. Und als Ableger von der Phoenix 7X haben wir jetzt hier auf der Messe noch eine absolute Neuheit. Und das ist die Taktik 7. Die haben wir hier drüben. Taktik 7, auch eine Produktserie, die schon bekannt ist im Markt.
ist, wie gesagt, ein Ableger der Phoenix 7X, bietet auch den vollen Funktionsumfang, den wir hier kennen. Auch hier neu das Touchscreen oder die Touchscreen-Bedienung in Kombination mit den Tasten. Bei diesem Modell, wir haben drei verschiedene Modelle, aber hier haben wir auch den Solar, die Solarlinse mit integriert, mit entsprechend langen Akkulaufzeiten. Hier sprechen wir von ca. 37 Tagen im Smartwatch-Modus. Und wenn wir GPS nutzen, heißt also Outdoor unterwegs sind, Strecken aufzeichnen, kommen wir bis auf 122 Stunden. Ansonsten tolles Produkt auch für die Alltagsnutzung, neben Herzfrequenzmessung. Haben wir auch Funktionen wie Garmin Pay, Verbindung zum Smartwatch, zum Smartphone mit Benachrichtigungen und viel mehr. Die Taktik zeichnet sich immer durch ein bisschen besonderes Design aus. Auch hier haben wir Titan verbaut, aber die Lünette, die gibt dem Produkt noch das spezielle Besondere. Ganz in schwarz, ganz flach, auch mit einer speziellen DLC-Beschichtung, wirkt die Uhr nochmal ein bisschen anders als die Phoenix 7X. Hier sehen wir auch nochmal ein spezifisches Nylon-Armband, was bei der Taktik 7 mit dabei ist. Auch nochmal ein Unterschied zur Phoenix. Und wie der Name schon sagt, haben wir auch ein paar taktische Features mit drin. Für Fallschirmspringer unter Ihnen ist da was mit dabei. Aber auch für Piloten haben wir Basisfunktionen mit integriert, um zum nächstgelegenen Flughafen navigiert zu werden. Das ist, wie gesagt, die Neuheit, die wir hier mit dabei haben. Ab sofort verfügbar, vom Preispunkt ab 1099 Euro. Das wären so die wichtigsten Neuheiten bei uns am Garmin-Stand. Gut, dann bedanke ich mich bei Peter Weyräther von Garmin für die interessanten Informationen und wünsche einen guten Messeverlauf. Vielen Dank. Danke für Ihren Besuch.